Hallo zusammen, die Ramona wieder hier. Ich möchte euch heute einen Neuzugang im Combit Universe vorstellen, und zwar die ComSmartBag. Das ist eine universelle Handytasche für das Combit-System. Wenn ihr also kein Combit-Cover für euer Handy findet oder auch den Cover-Adapter nicht nutzen möchtet, könnt ihr eben die SmartBag einsetzen. Sie schützt euer Handy auch vor Regen, vor Spritzwasser, vor Staub und ist eine gute Alternative. Von oben sieht sie aus wie unser Smart Boy. Wenn ich sie jetzt mal rumdrehe, könnt ihr sehen, wir haben hier die Combit-Aufnahme für das Bajonett-System. Vor mir liegt dann auch noch mein Handy, damit ich euch das gut demonstrieren kann. Ich habe das in ein passendes Combit-Cover eingepackt, möchte aber ja natürlich in diesem Falle die SmartBag nutzen. Vor mir liegt auch noch die Com-Unit. Ihr könnt hier halt auch sehen, von beiden Seiten hat sie die Aufnahme. Ich zeige euch dann auch noch kurz Aus- und Eingänge, einmal fürs Laden, einmal für die Handyladung an sich. Und dann habe ich mir noch ein Kabel besorgt, für den Fall, dass induktives Laden nicht möglich ist. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also ich mache die SmartBag mal auf, damit ich mein Handy reinlegen kann. Wir haben hier, wie ihr seht, natürlich die Seite die mit der Klarsichtfolie und eine Seite, wo ihr noch was anderes verstauen könnt. So, ich mache jetzt mal die Klettstraps auf, damit ich das Handy gut da reinlegen kann. So, einmal eingeschoben und die Klettstraps schön festmachen. So, die andere Seite ist super dafür geeignet, dass ihr also die Powerbank dort auch in die Klettstraps einspannt. Die mache ich jetzt schon mal auf. Wichtig ist natürlich, wenn ihr eben laden wollt, dass ihr entweder mit Kabel ladet oder induktives Laden nutzt und vorher bitte die Com-Unit immer anmachen. So, schön in die Klettstraps rein. Induktives Laden funktioniert. Wenn euer Handy induktives Laden nicht unterstützt, dann nutzt ihr natürlich das Kabel. Das haben wir im Angebot. Es ist besonders kurz, damit ihr keinen Kabelsalat habt. Ihr verbindet dann einfach das Handy mit der Com-Unit, deswegen die Anschlüsse auch natürlich nach unten. Wenn ihr in ruppigem Gelände unterwegs seid oder wenn ihr schon wisst, dass es auch beim Radfahren zu leichten Erschütterungen kommen könnt, nutzt bitte auf jeden Fall das Kabel, denn das induktive Laden kann unterbrochen werden und die Powerbank geht dann aus. Selbst wenn dieser Kontakt dann wieder hergestellt ist, lädt das Handy nicht mehr, weil eben dieser Kontakt unterbrochen ist einmal und die Powerbank aus ist. So, ihr könnt diesen zusätzlichen Stauraum auch für Schlüssel, Karten oder sonstiges nutzen. Wenn ihr dann trotzdem laden wollt, nutzt ihr auf jeden Fall das Kabel, denn durch die Tasche ist induktives Laden nicht mehr möglich. Ihr zieht das Kabel also durch den Kabelkanal, steckt das eine Ende wie gewohnt in euer Handy. Einmal die SmartBag zumachen und ihr seht, hier unten habt ihr jetzt noch ein kleines Stück Kabel frei. Die SmartBag mache ich jetzt mal zu. So. Wie ihr seht, passen die Aufnahmen halt zusammen. Ihr könnt also die Com-Unit einfach unter die SmartBag drehen. Natürlich mit den Anschlüssen nach unten, weil sonst ist das Kabel zu kurz. Und wichtig ist auch hier in diesem Fall, dass ihr die Com-Unit vorher anmacht. Dann dreht ihr sie auf. So. Und dann braucht ihr einfach nur noch die Kabel zu verbinden. Ich mache das mal gerade. Und zack. So. Ein schön kompaktes System. Laden funktioniert. Genauso sieht das aus. Ihr könnt hier unten erkennen, dass dort eine andere Folie eingearbeitet ist. Und zwar so, dass ihr euren Daumenabdruck nutzen könnt, um das Handy zu entsperren. Wichtig ist natürlich, dass diese Folie schmutzfrei ist und auch eure Hände nicht zu verschwitzt sind, sodass ihr das alles nutzen könnt. So, was bietet uns die Tasche noch? Wir haben also, ich zeige euch das mal von der Seite, verschweißte Nähte, sodass hier wirklich auch kein Regen, Spritzwasser, Staub eindringen kann und euer Handy gut geschützt ist. Die Com-Unit müsst ihr natürlich nicht aufschreiben. Wenn ihr also nicht laden braucht, könnt ihr die Com-Unit auch ganz einfach zu Hause lassen, denn das System ist kompatibel. Die Anschlüsse auf jeden Fall zumachen. So mache ich jetzt mal gerade. Ja, genau, wie das am Fahrrad ausschaut, zeige ich euch dann jetzt mal. So,
Et voilà, ich habe hier wieder die ComSmartBag, ich habe die ComUnit mal wieder darunter montiert, zeige euch das einmal mit und drehe das jetzt auf. Einmal die Arretierung finden. So sieht es aus, wenn es senkrecht ist. Ihr könnt das natürlich auch waagerecht drehen. So, genau. Da das System miteinander kompatibel ist, durchgängig, könnt ihr die ComUnit einfach abnehmen. Würdet natürlich das Kabel in dem Falle entfernen, das braucht ihr ja dann nicht. Ich lasse es jetzt mal gerade dran und zeige euch, wie hier das System dann montiert wird. Nämlich auch einfach draufschrauben, senkrecht oder waagerecht. Ja, so sieht die ComSmartBag aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.